Ihr braucht günstige PS1-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMO gehabt, Link in der Beschreibung und benutzt den 3% Discount-Code REALFIFA, um zu sparen und mich zu unterstützen. Danke an alle und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Oh shit, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu unserem allerersten Squad Builder Battle hier in FIFA 19 mit einer richtig freshen Icon und mit einem alten, bekannten Gast und ich denke, den kennt ihr alle und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, mal wieder auf Squad Builder Battle hier auf meinem Kanal. Ja, Mann, was geht ab, Leute? What's poppin'? Wax auch mal wieder auf dem Kanal von Real FIFA am Start. Das erste Mal in FIFA 19, dass wir uns beide battlen. Bin gespannt, unser erstes Squad Builder Battle wird krank. Oh ja, und wir haben uns eine richtig geile Icon ausgesucht und zwar Henrik Larsson. Guckt euch mal diese Frise an, ist doch eigentlich schon absolut legendär hier von seinen Barca-Zeiten, Celtic-Zeiten und so weiter und so fort. Ich denke, ja, der könnte schon rippen, oder? Was meinst du? Der könnte schon sehr rippen. Vor allem will ich den sowieso mal testen und das passt einfach, den an einem Squad Builder Battle zu testen, ne? Und Jungs, wenn euch das Ganze auch gefällt, würde ich mich natürlich übelst jetzt hier über ein Like freuen. Ja, Wakes, was meinst du, was schaffen wir denn heute so? Digga, Leute, lass mal als Like-Ziel 777 Likes nehmen, okay? Bis innerhalb von ein paar Stunden macht ihr die 777 Likes, weil dann sind wir hier zufrieden und dann könnt ihr alles, was da drüber kommt, nochmal ein paar Stalle. Jungs, das schafft ihr, Alter. Also 777 sollte jetzt auf jeden Fall machbar sein, denke ich. Ja, wäre auf jeden Fall fresh für mehr SBBs und natürlich auch weitere Vorschläge für Starspieler. Abonniert natürlich auch gerne Wakes, checkt seine Folge ab. Da haben wir auch ein richtig geiles Buy for Sky, Hardcore Buy for Sky gemacht, ne? Und ja, Digga, dann muss ich auch mal überlegen, wie gehen die SBBs nochmal? Nein, Spaß beiseite. wir fangen mit der... Wollen wir Formation erraten? Ah, nee, das macht man ja gar nicht mehr. Komm, wir fangen mit den Spielern einfach an. Bei dir oder bei mir? Fangen wir einfach bei deinen Spielern an, würde ich sagen, ja. Okay. Ich halte mal hoch, was ich hier so stehen habe. Ja, ich habe auf jeden Fall auf dem rechten Flügel eine Karte, die tut weh. So, die ist fast so teuer wie die Legende. 579.000 Coins hat die mir gekostet, habe ich mir gedacht, lass mich nicht lumpen. Ich brauche einen schönen, leckeren UEFA Champions League Angreifer. Und da habe ich mir dann genommen den Raheem Sterling, 91 rated. Okay. Wenn ich den spielen, du hast ja auch noch einen linken Flügel, ne? Linken Flügel habe ich ja auch noch und da spielt von mir eine Full Champions Karte. Und zwar, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Das ist ein Franzose von Gladbach, Bundesliga. Wollen wir hier auch mal vertreten. Plea? Oha. Wird der Plea ausgesprochen? Ich glaube Player oder so, oder? Player oder Plea, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube Player wirklich. Ja, okay. Der sieht, denke ich, auch ganz stabil aus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, Leute. Wird der Plea ausgesprochen oder Plea? Aber die Gladbach-Fans werden es safe wissen. Safe. Deswegen... Ja, Mann, linker Flügel, kein Plan, Alter. Woher soll man das auch wissen? Also wusste ich jetzt nicht, den darfst du behalten. Rechte Flügel war Krise, weil, man muss ja dazu sagen, wir haben vorher deine Aufnahme gemacht und da war ja Menus gegen City Hardcore bei Fußball, ne? Oh, nee. Und ich dachte mir so, komm, vielleicht hat der Schlingel den irgendwie behalten. Hey! Habe ich natürlich an Raheem Sterling gedacht und ich habe ihn noch aufgeschrieben, bitte, Digga. Bitte, Bro, das kannst du doch nicht bringen. Ich hätte so Bock. Ich hatte irgendwie schon so eine Idee und es war wohl die richtige, Digga. Nice, Alter. Stell da mal einen Bronze-Keeper rein, würde ich sagen, vorne. Ey, auch noch auf dem Flügel, Digga. In der 4-3-3-3. Das ist doch schon mein Tod. Der hat direkt schon mal kassiert. Das freut mich. Aber dafür muss man sagen, ist deine Verteidigung schon mal dann geschützt, so gesehen. Ja, ne? Vom Torwart, aber vom Bronzespieler ja nicht. Ja, das ja. Ich würde sagen, hauen wir doch direkt hier meinen Striker rein. Das ist Pierre-Emerick Aubameyang als Play of the Month, Alter. Ey, wenn ich den discarden muss, ne, das ist mein Favorite Backup, der ist so krass. Ja. Und im rechten Mittelfeld... Direkt Halbzeit rein, oder was? Oder Verlängerung? Verlängerung, der läuft allen davon und der ist so krass, ne, ich sag's dir. Ja. Obwohl, der kommt schon ab der 70. so. Also, Aubameyang ist schon ein Killer. Und im rechten Mittelfeld bin ich mir eigentlich fast sicher, dass ich ihn behalten darf. Es ist Suso Headline-Karte. 88 rated. Ja, ich hatte auch so einen Gedanke, dass du eben den Spieler, den du eben geholt hattest, verwenden wirst. Rashford. Oh, schwierig. Ja, okay. Da hast du nicht den gleichen Fehler begangen, wie ich ihn begangen habe. Und dann dachte ich irgendwie noch Mohamed Salah. Einfach, weil der Typ einfach eine Maschine ist. Ja, Premier League hätte klappen können, aber ich bin zufrieden. Ich darf wenigstens die Stimme behalten. Digga, Wakes, das wird jetzt hier Krise miese, ne? Ja, Freunde, das sieht hier natürlich sehr schmackhaft jetzt aus mit dem guten Woodman. Richtiger Holzmann.
Der wird bestimmt auch ein Holzfuß sein, Alter. So ein richtiger Holz. So ein Torwart im Sturm kann nur ein Holzfuß sein. Ja, du weißt, in den letzten Jahren waren die Torhüter auch mal gut für ein Tor, Alter. Ja, eigentlich müssten dann zwei Discards oder ein extra Discard einfach für das Tor. Wollen wir die Regel wieder benutzen? Doppelter Discard. Ja, wollen wir das machen, Jungs? Ja, wenn du mit dem Tor triffst, dann einfach noch ein Discard so dazu. Okay. Ja, machen wir das so. Okay, Digga. Jetzt würde ich sagen, kannst du eigentlich direkt weitermachen. Ich halte mal hoch. Ach, hast du noch bin gespannt. Druck, ich habe schon eingefügt. So zwei Achso, ja, warte. Drin. Ich halte mal hier hoch, dann seht ihr es. Mhm. Okay, ja, hau mal raus, wen angefangen. Hast du denn? Mit dem Spieler, der am auffälligsten ist, den sage ich dir als letztes. Aber ja. Recht, ZDM spielt bei mir Champions League-Karte Dembélé, Moussa Dembélé. Die ist nice. Ja, der ist schon stark, den habe ich auch damals für über 60.000 gekauft. Der ist schon so lange mein Verein. Habe ich nie verkauft. Oha. Links auf der Seite habe ich dann keine Bundesliga, wie du auch wahrscheinlich vermuten würdest oder wirst. Sondern ja. Einen Franzosen, und zwar Ferry, Champions League Karte. Okay. Und dann brauche ich halt in der Mitte einen, der beide linkt. Ja. Hä, hast du den? Weiß ich nicht, Digga. Oh, du hast den. Keine Ahnung. Darf ich den beiden? Laura. Ey, das Ding ist, ich habe drei Franzosen aufgeschrieben. Die Chance ist schon sehr hoch, dass jetzt Pogba dabei sein könnte, ne? Ich habe einmal Tolisso. Scheiße. Ich habe einmal Kanté. Scheiße. Wer war der zweite? Tolisso und Kanté. Okay. Und der letzte Spieler ist nicht Pogba, sondern Pogba. Hä? Yes, Digga. Junge! Ey, ich kann doch direkt aufgeben, Alter. Wollen wir überhaupt Spiel spielen? Ich mach, gib den 3-0. Pogba raus, Alter. Pogba raus. Geil. Ja, Leute, ja. Aber dann, eine gute Sache hat das auch. Wenn ich dann verliere, ja. Habe ich keinen teuren Spieler mehr, den ich abstoßen kann, außer Larsson. Außer Larsson, Digga. Ey, ja. Mann, Alter. Es fehlt mir doch schon der Stürmer, jetzt fehlt mir auch noch der Mittelfeld. Das, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr bitter. Gut, aber Pogba ist halt schon auffällig gewesen, ne? Das muss man dazu auch sagen. Komm, Alter, ja. Man kennt ihn, Max. Sonst, ihr kennt unsere Squad-Builder-Battles vielleicht noch von früher. Irgendwie voll oft full die ganzen Teams noch gehabt. Kein Spieler erraten. Jetzt hat er schon zwei. Zu krass. Ja, Mann. Ich habe auch wieder versucht, auf Oldschool richtig schwer zu machen, aber geile Spiele einzupacken. Und ich habe meine drei schon eingefügt. Ja, dann würde ich sagen, hast du schon hochgehalten? Ich halte jetzt mal meinen Tipp in die Kamera. Also, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die Mittelfeldspieler behalten darf. Aber okay. Linkes Mittelfeld habe ich Hoang Min Son als Footmiss-Karte. Dann in der Mitte habe ich Herrera Champions League-Karte und Sergio Busquets als Scream-Karte, und der hat 96 Tempo. Hä? Also, Busquets? Ja, Scream, Tempo. Halloween. Ja, Halloween-Karte. 96 Pace, Alter. Der wird rippen, sage ich dir. Digga. Ich habe von deinen drei Spielern einen aufgeschrieben. Nee. Ja, da warst du dir wohl zu. Son wahrscheinlich, ne? Mkhitaryan. Hast du Son? Hä, wie? Achso, den hast du ja gar nicht. Da habe ich gar keinen. Schade. Achso, ich dachte gerade Son, Alter. Das Ding ist, Mkhitaryan hatte doppelte Chance. Den gibt es als linkes Mittelfeld und als ZM. Deswegen habe ich den aufgeschrieben. Oha. Weil er doppelte Chance hat. Ja, war schlau eigentlich. Aber Micky Mücke habe ich leider nicht. Nee, ich habe gar keinen. Bonaventura, Sané, Mkhitaryan. Schwierig. Weiter geht's mit den Außenverteidigern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, Max, wie sieht deine Tafel überhaupt aus? Da ist so ein richtig fettes Loch drin. Ja gut, Weekend League, Jungs. Man kennt's. Hast du gemacht? Ich hab die Tafel richtig so durch die Gegend gepfeffert, so wie so ein Behinderter. Aber Junge, man kennt ihn. Ja, Digga. Aber hau mal raus, wen du auf der Außenverteidigerposition jetzt hast. Wen hab ich denn? Links hab ich. So, da muss ich kurz suchen. Der fängt mit B, A, R, R, E. C-A an. Und endet auch so. Barreca. Barreca, wer ist das denn? Ein Premier League Italiener. Brauch okay. Und brauchst du. Also rechts habe ich dann einen speziellen Spieler in Spezialkart. Den könntest du vielleicht auch haben, Alexander Arnold. Ja, diesmal muss ich sagen, darfst du beide behalten. Oh. Ganz schnell. Ich habe Aurier und Ferland Mondi aufgeschrieben. Ja. Van Aanholt, Footmiss-Karte. Ja. Könnte man drauf kommen, und rechts könnte so auch drauf kommen, denn. Boah. Oder warte, entscheide ich mich noch um. Ich habe zwei Spanier hier.
Okay, ich nehme den hier, den ich eigentlich auch so nehmen wollte. Carvajal. Und wer war der zweite? Juan Fran. Ja. Ich habe auch zwei Spieler im Kopf gehabt, habe mich dann für Bellerin entschieden. Oh, ah, shit. Ja, Bellerin wäre krank gewesen. Ja, ich dachte, weil ja. Du baust öfter so kranke Teams. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Ich wollte es erst, aber ich dachte so, das ist zu einfach, deswegen habe ich Bellerin aufgeschrieben. Schade. Ja, okay. Immer noch ein volles und Team hast du. Nur noch drei Spieler, Mann. Ich muss dein Torwart treffen, damit das hier noch was wird. Also, ich habe ein bisschen Angst, Alter, weil du kannst drauf kommen vielleicht. Ich habe dir so einen kleinen Anhaltspunkt hier gegeben, aber ich hoffe einfach mal, dass du nicht drauf kommst. Bei einer Position bin ich mir sicher, bei der anderen bin ich mir richtig unsicher. Und ja, ich würde sagen, die Spieler sind drin. Ich fange einfach mal an mit dem Torwart. Ja. Und das ist Award-Gewinner Schmeichel. Dann habe ich Azpilicueta. Puh, der ist so riskant, Alter. Und gut, auf den kannst du nicht, denke ich, nicht kommen. Oder vielleicht schon Fabinho als Innenverteidiger in Form. Okay. Azpi ist riskant, Digga. Also hast du jetzt Schmeichel? Ja. Fabinho und wer war der andere? Azpilicueta. Hey. Ja, was hast du denn da schon wieder gebaut, Alter? Bist du irgendwie gerade... Der baut schon wieder gefühlt No-Link Wasted, wo man gar nicht drauf kommen kann und... Ey, das ist No-Link Wasted, ne? Ja, Junge, so kommt... Alle haben Orangen, so kommt es mir auch vor, Alter, dass es, ob es ein No-Link Wasted ist. Ja, du kannst dich darauf auch freuen, ich nicht. Okay, aber vielleicht darfst du die Verteidiger jetzt behalten. Ja, Morel darf ich behalten. Morel Champions Karte. Gönn dir. Mandanda darf ich auch behalten. Vielleicht. Scheiße. Stell dir vor, du hast jetzt noch Koscheldi und Mandanda. Mondondon. Okay, ich kann dir sagen, ja, dieser Morel, wer kommt auf Morel? Ich weiß nicht, ich nicht. Mondonda bleibt am Start, aber Koscheldi muss auch raus. Koscheldi muss weg, Digga. Den habe ich. Torwart? Loris. Hugo Loris. Ja, Digga, das ist doch zu krass, Leute. Meine ganzen Special-Karten. Sterling ist draußen. Guck, nö, Digga. Mein Team sieht jetzt aus, als ob ich so ein richtiger Bronze-3-Schwitzer bin in der Weekend League, Alter. Ja, aber du weißt, Bronze-3-Schwitzer können auch gewinnen. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel. Ich bin gespannt. Das sind die Teams. Drei Bronze-Karten. Puh. Ey, aber ich muss sagen, dieser eine Bronze vom Menü sieht gefährlich aus. Hat die gute Stats? Welcher, der Mittelfelder oder der Verteidiger? Der Verteidiger. Der gute Stats, ja. Der ist ganz nice gewesen. Den hatte ich auch schon mal. Ja, normal. Larsson. Auf Aubameyang. Oh, Mondon da, Alter. Hey, Aubameyang. Was? Ja. Schieß doch weg, Alter. Digga, schieß den Ball doch rein, Alter. Stark, Aubameyang. Oh mein Gott. Sammelflanke, aber pass auf. Aubameyang ist da. Aubameyang ist der Lattenkreuz. Ey. Wow. Oha. Oh, was? Was, Digga? Was war das, Digga? Stell dir vor, der Junge, hätte reingehen. Der hätte reingehen müssen. Das hätte es verdient. Was war das für ein Schuss? Larsson. Wow, stark gespielt. Herrera, Pfosten. Ey. Was ist in diesem Spiel los? Du schaffst zwei, dreimal. Ich jetzt auch eben. Junge, der Ball will nicht reingehen. Gegner. Bisschen Angst habe ich schon. Ja! Nein! Digga, ich bin doch extra mit dem Torwart da rausgegangen, das Alter. Das hat sich gelohnt, den Gegner nervös zu machen, Alter. Larsson. Ey, dieser Larsson ist so unverdient, aber mir doch scheißegal, ich nimm's mit. Aber dieser Larsson ist echt gut, Alter. Er ist Granate. Sagen. Komm, Son. Mach ihn. Ey, ja, Torwart! Was macht Mondonda, Digga? Komischer Fraggle. Der ist genauso doof wie deiner eben gewesen. Larsson. Boah, wow. Nochmal. Mit Aubameyang. Ey, das Aubameyang, ist so krass, Digga. Wie das mal zurückkommt, die Pille. Ey, ja, die was? Verteidigung ist halt das Problem, Alter. Das sieht man hier. Larsson. Henrik Larsson. Ja, nein, ey, Son. Oh, genau, der ist nicht das Tor. Ey, Son Sonaldo. Oha, oha, oha. Was? Alter, krasse Uff, Scheiße. Digga. Hast du den gelupft, also so richtig oder mit Time Finish? Time Finish Lupfer, ja.
Ey Mann, Digga, 2-2, Jungs, was ist denn das hier? Junge, ja, der war schön. War ein geiles Tor, muss man einfach sagen. Jetzt Son, Digga. Mein Torwart ist Ehrenmann, Digga. Mondanda ist Ehrenmann. Der ist echt Ehrenmann und wieder Pfosten. Der Pfosten, Junge, ist auch Ehrenmann, viertes Mal. Ey, viertes Mal jetzt. Ey Mann, Alter. Geil. Komm, Suso. Jetzt! Ja, gemacht, endlich! Mann. Endlich! Boah, danke, Digga, aber viermal Pfosten muss einmal reingehen. Jetzt, pipe up! Jawoll! Schade. Okay, 3-2 geht das aus, aber du hast dich richtig gut geschlagen. Vor allem dieses eine Tor, da muss man schon Respekt sagen. Danke, Man of the Match, ja, Lars. Nee, aber war echt heftiges Tor. Viermal aber Pfosten, Digga, war bei dir auch einmal, ne? Pfosten. Ja, ich glaube einmal bei mir. Ja, bei dir war schon hardcore doll mit Pfosten, Latte und so. Aber Jungs, kann man nichts machen. Ein Discard, ich denke, du bist gut weggekommen. Mal gucken, wer das jetzt wird. Wir kommen jetzt zum Abstoßen. Und es ist ein Spieler. Ich weiß nicht, hast du überhaupt irgendwas Wertvolles bis auf Lars von? Ich habe keine Ahnung. Ja, Dembélé ist so doch der Wertvollste jetzt, nachdem du alles rausgeschleudert hast. Ja gut, dann welche Formation hattest du nochmal? Ich habe die 4-3-3 dritte, aber ich habe auch noch nicht fertig sortiert. Okay. Ja, ein Spieler, Digga. Ja, Dembélé oder Larsson, das sind die einzigen. Oder Player ist halt noch rote für Champions-Karte, ne? Ja, Alexander Arnold ist auch noch rote für Champions-Karte. Okay, okay. Sag einfach, wenn du ready bist, dann hau ich dir dein Larsson jetzt hoffentlich raus. Ja, ich bin fertig. Okay. Ich würde sagen, ey, scheiße, ich weiß es echt nicht. Wo soll ich denn, Jungs? Schreibt mal rein, wo man... Ja, ich würde, glaube ich, irgendwas mit Verteidigung sagen. Ich glaube, ich nehme linken Innenverteidiger. Irgendwas mit Innenverteidiger. Muss was Gutes sein. Eine finale Entscheidung. Linker Innenverteidiger. Ich denke schon, ja. Innenverteidiger sind immer gute, oder? Ja. Also, wenn du das gut nennst. Linker Innenverteidiger. Aber ist bei mir ein Bronzespieler und das ist Pool. Als ob. Jo. Wo du Verteidigung gesagt hast, hatte ich Eierflatter. Mein linker Verteidiger war Alexander Arnold. Und rechter Verteidiger war Larsson. Also die Verteidiger waren gut, aber die Innenverteidiger waren beide Bronze. Der war Rechtsverteidiger. Oh Mann, aber beide Innenverteidiger nicht, ja. Gönnung. Ja, moin, gut, Digga. Jungs. Ja, gut. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Gut, du hattest jetzt auch nicht die bombastischen Spieler. Aber Jungs, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. War ein knappes Duell. Ja, man hat Bock gemacht, auch wenn ich verloren habe. Ich hasse verlieren. Trotzdem war es ganz cool. Nächstes Mal gewinne ich. Freut euch auf das Rematch. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Haut rein.